Glück auf zu euch nach Haus. Ich bin der Peter und ich spiele jetzt mit euch. Aber zack, wo bin ich denn überhaupt unterwegs? Hier unten, okay, gut. Die Russen ärgern mich ein bisschen. Die nehmen sich einfach alles wieder, was ich denen schon mal genommen hatte. Ist dein Ernst? Willst du das alleine machen? Na, von mir aus. Da kümmere ich mich darum, dass ich das hier mal wieder ranhole. Sind ja auch nur 400 Leute. Das geht doch schnell. Na los, Sprengstoffeli. Ab in die Mauern und dann gibt's eine Sprengparty. Krawums und los geht's. Tut, was ihr am besten könnt. Ich hab nicht von Sterben geredet, Mensch. Nicht sterben. Wir brauchen viele Leute hier vorne. Mir ist es zwar egal, wenn die 0815-Truppen sterben, aber lieber ist es mir, wenn überhaupt keiner von uns verreckt. Weil dann ist der Feind nämlich richtig traurig. Dom, 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 dom. So, wie sieht's aus? Lass die Leute mal bitte durch. Voll nicht getroffen, den Kerl. So was Gemeines. Dupdi-dupdi-dum. So, wie viele haben wir denn schon gekillt? 29, 30 erst. Ich dachte, wir hätten vielleicht schon 100 weg. Na, dann kann das ja noch eine Weile dauern. Boah, doch nicht immer auf mich! Ihr Luschen! Ich will das nicht! Kämpft gefälligst im Nahkampf, ehrloses Pack. Grrr. Na gut, müssen wir halt nochmal Sprengstoff legen. Hilft ja alles nichts. Knallt er mir eine Kugel vor den Latz? Ich glaube ja, wo es hackt. Die Ratte. Knallt mich weg, als wäre ich ein Toastbrot. Vorwärts, ich will Rache für mein Ableben. Aua, ich will nicht schon wieder ableben. Ich will doch nur Rache. Lass ein bisschen Ruhe. So, die Schützen positionieren sich da vorne in einer schönen langen Reihe. Hier am besten. Und dann wird gefeuert. Auf alles, was sich zeigt und sich bewegt. Ihr schafft das. Ich gehe inzwischen vor und guck mal, wo ihr euch als nächstes positionieren könnt. Ich habe da schon ein schönes Ideechen, weil von hier kommt ja immer die Verstärkung. Da wäre es ja ganz gut, wenn ihr euch hier ein bisschen in die Richtung macht, damit ihr die Verstärkung gut empfangen könnt. Na, hier ist eigentlich schon ganz gut. Tag hier oben. Peter, mein Name. Ich würde gerne mal vorbeiströmen mit meiner Armee, wenn ich darf. Es reicht, geht mal Nahkampfreiter hier mit euren Pistolen. Das dauert zu lange. Steps. Wir brauchen hier drüben ein paar Leute. Ach, du hast zu mir gehört. Das tut mir leid. Ah, meine Schützen kümmern sich wie versprochen um die Verstärkung. Und empfangen sie. Und zwar auf die blutige Art und Weise.
Aber das ist schön, hier liegen viele rum. Habt ihr gut gemacht. Leider liegen auch bei mir viele rum. Aber man kann halt nicht immer alles haben, ne? Na, läuft aber gut. Da vorne sind einige unterwegs, die noch aufräumen. Und hier wird jetzt auch schon schön sauber gemacht. Da darf ich mir doch mal eine Abkürzung gönnen. Ach, du gehörst schon zu mir. Sorry. Au! Oh, jetzt rücken sie von der anderen Seite an. Schützen. Ah, nee. Moment, ich muss die Schützen erst noch auswählen. So, ihr zieht euch mal zurück. Und zwar auf diese Position, bitte. Weil da hinten sind auch noch viele Leute unterwegs. Die unbedingt eine ran brauchen. Hört auf, meine Schützenlinie auseinandernehmen zu wollen. Das gehört sich einfach nicht. So. Los, 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 Schützen. Ihr müsst feuern. So, meinetwegen dürft ihr jetzt auch die Pistole ein bisschen mit einsetzen. Gibt genug Beute. Oh ja, die Schützenlinie wird ein bisschen aufgewertet. Das ist schön. Dann kommt doch gleich mal ein Stück vor. Hier gibt es ein bisschen Kugelarbeit zu erledigen. Keine Kugel mehr. Na, fantastisch. Ihr müsst auch mal feuern. Das klappt besser, glaubt's mir. Immer schön reinhalten. Reinhalten auf Dauerfeuer und überhaupt. Noch mehr Feinde. Heieieiei. Hier ist was los. Wie sieht's denn aus? 10 Tote bei mir. Bei meinem Verbündeten 23. Beim Feind schon über 400. Na, schöne Sache das. Wollt ihr ein Stück näher ran? Können wir gerne machen. Dann trefft er ein bisschen mehr. Von mir aus könnt ihr noch ein Stück vorrücken. So, die letzten Gegner werden noch auseinandergenommen. Danach haben wir dieses Lehen mal wieder eingenommen. Gut so, sage ich. Gut so. Doch. Da hat der Hund ihm noch voll eine von Latz geknallt hier. So, 12 Tote bei mir. Kann schon mal vorkommen. Aber wir haben das Lehen erfolgreich erobert. Darauf kommt es mir an. Goodie. Boah, 25 Reiter verbessern. Das ist doch lecker. Ihr wollt belagern, dann tut das halt. Dann belagern wir zurück. Ihr habt genug Lehen, die wir uns holen können. 15 Stunden, 11 Stunden. Ich mach mal Leitern, das geht schneller. Ich muss jetzt hier mal eine schnelle, blutige Linie so ein bisschen ziehen. Das ging ja zackig. Los geht's. Kavallerie in den Nahkampf, bitte. Und dann nichts wie hoch da. Und aufräumen. Los, 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 los.
Immer weiter! Hier gibt es viele Sachen, auf die ich anlegen kann. Das ist schön. Macht mal ein bisschen Wind. Es muss weitergehen. Mal schön, wie sie hier alle stehen. Und der Mond scheint hell auf ihre toten, leblosen Körper. 309 bei Feuerwaffen. Na, sowas. Gut, hier oben scheinbar durchzubrechen. Das ist schön. Da will ich mich jetzt... Oh nein, wir lichten hier rum. Meine arme Leibwache, ey. Au, wer? Na, wer auch immer. Bald sind sie alle tot. Wie die fliegen. Die Leichen könnt ihr alle hier runter in den Hof werfen. Das ist schon ganz gut. Da können wir dann hier ein riesengroßes Feuer machen. Dann sind die alle weg. Oh, shit! Hinterhalt! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich brauche Kugeln. Danke. Wow, shit, ich brauche Verstärkung. Oh, jetzt reicht's, ich mache jetzt erstmal den Turm hier. Holt sie euch. Gut gemacht. Ich verstecke mich wieder im Dachgeschoss. Ich finde das immer noch cool, dass man hier durch die Decke kann. Ach, ist das fein. Mit so einfachen Dingen kann man mich begeistern für ein Spiel. Mach nur eine Decke, durch die ich den Kopf stecken kann und schon bin ich happy. Womba, die Zomba. Oh ja, Level Up. Das ist doch nett. Stufe 30 kann man doch immer mal wieder gebrauchen, sowas. Gut, was haben wir denn Schönes? Was könnte ich denn gebrauchen? Ja, dafür habe ich ja eigentlich meinen Arzt. Habe ich nicht noch irgendwas, was mir persönlich so voll nutzen würde? Athletik, ich weiß nicht, Bogenzugkraft, Waffenmeister, Reiten, ich weiß nicht, Plündern, nee, Lernen muss jetzt auch nicht sein. Wundbehandlung. Na, ich mach mal Wundbehandlung, was soll's. Ich werde auch noch ein guter Arzt. Hi, hi. Muss ich da mal gucken, ich weiß gar nicht, wer aktuell... Ich glaube, ich bin ja der zweite Arzt des Trupps. Vielleicht bringt der Skillpunkt also doch was. Zumindest bringt er aber was, wenn der Chiremus mal verwundet ist. Würde ich mal von ausgehen. Da gibt's doch was. Ist egal. Skill ist Skill und was soll's. Wenigstens kann ich was. Gibt immer wieder Leute, die behaupten, ich hab nichts drauf. Von wegen, ich hab einen Skillpunkt verteilt, also bin ich gut. Boah, 19 Tote, ist das gemein. Habt ihr ein paar schöne Leute für mich? Aha, 7 Reiter, lol. Das ist doch fein. 2 schwarze Reiter noch mit am Start, die nehme ich gerne mit. Aber keine Veteranen schwedische Reiter, das ist schade. So, wie sieht's denn aus? Erste Hilfe. Ah, ich habe momentan überhaupt keine von den Wundsachen, das macht alles der Spekulatius-Priester. Naja, fein.
Konstrukteur mache ich auch. Na gut, ich mache alles, wie es aussieht. Ich bin das Mädel für alles. Zack. Tief im Russischen Reich baue ich doch nur Scheiße. Aber wenigstens gibt es hier schöne Leute, die man immer mal mitnehmen kann. Weil die hat ja genug Zeit, hier hinten Gefangene einzulagern. Und jetzt hole ich es mir. Ich hole mir alles. Alles und noch viel mehr. Und Angriff. Oh. Dann machen wir nochmal. Ey, nee, leider wollte ich nicht. Ich wollte hier schon mit Sprengstoff arbeiten. Ich wollte denen ihre Mauern um den Latz knallen. Und das werde ich auch machen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Klappt's jetzt? Nee, klappt natürlich nicht. Okay, einmal probieren wir es noch. Wenn es dann nicht klappt, nehmen wir halt Leitern. Lass das. Ich habe keine Zeit. Bleibst du hier, du Sau. Ich brauche deine Leute. Geht doch. Oh, das ist aber schön. Sieht hübsch aus. So, also meine Leute, die wollen kämpfen. Sind auf alles vorbereitet. Die Schützen nehme ich mir mal zur Brust. Die können hier nämlich ruhig mal ein bisschen feuern. Na hoch, was wollt ihr denn? Machen die hier einen kleinen Ausfall oder was? Von Ausfall bekomme ich Durchfall. Ihr könnt ruhig noch ein Stück näher kommen. Und meinetwegen auch auf zwei Ränge gehen. Zwei Reihe reichen für das, was ich will. Aber lasst ihr mich jetzt vielleicht mal durch, oder was? Muss ich noch deutlicher werden, dass ich hier lang will, oder was? Leibgarde zu mir. Boah. Schon. Oh shit! Wo kommt ihr denn alle her? Lasst mich um Gottes Willen runter. Ich flehe euch an. Ich will doch nur hier durch. Verflucht. Meine Leibgarde ist zu nichts nutze, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, die haben hier einfach dabei gestanden und haben geguckt und haben sich gedacht, ja. Der Peter kriegt aufs Maul. Das ist hübsch. Ihr, Schweine. Na gut, ich will jetzt aber eh erstmal zurück neue Reiter holen. Meine Armee ist ein bisschen ausgedünnt. Jetzt geht das wieder los. Ja, danke. Ich hasse das. Das Finanzsystem hier ist so für'n Arsch. Menschenskinder. Oh. Ich will verflucht nochmal neue Truppen holen. Ist das denn... Oh, ist das denn zu viel verlangt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Menschenskinder. Hallo. 40 neue Reiter für den Pater. Und da können wir auch gleich mal gucken nach Nahrung. Haben wir noch was Besonderes? Nö, natürlich nicht. Meine Leute können doch den ganzen Tag nur Mehl fressen. Ist gut. Ah, los geht's. Oh ja, immer wenn ich es nicht brauche, habe ich so viele Fürsten bei mir, ne? Und wenn ich sie mal gebrauchen kann, dann sind sie alle weg. Ach,
Naja gut, Leute, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss und beim nächsten Mal machen wir weiter. Mit den Russen werden wir wirklich noch so lange zu tun haben. Die haben sich ganz schön wieder Land zurückgeholt aktuell. Gemein sind die, die sind verdammt stark. Hätte ich nicht erwartet, dass die so stark sich wehren. Aber mit der Zeit werden wir sie bestimmt irgendwie noch schaffen. Bin ich relativ optimistisch eigentlich. Mit der Zeit wird das schon. Macht's gut.